Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jannika Gellinek und heiße Sie ganz herzlich hier im Literaturhaus Berlin willkommen. Ich muss diesmal ausnahmsweise mit einer kleinen Publikumsfrage anfangen. Und zwar, wer hat die Rosen bemerkt im Eingang des Literaturhauses? Die Pointe ist eigentlich, dass natürlich keiner gemerkt hat. Frau Rabe, wie viele und welche? Natürlich. Nein, ich freue mich, dass es ist ja jetzt auch schon dunkel. Es ist ja auch schwierig, die zu sehen. Aber ich muss zugeben, ich habe sie auch sehr lange nicht gesehen. Das hat damit zu tun, dass der Garten ein Denkmal ist und wir dürfen da überhaupt gar nichts dran verändern. Das heißt sozusagen, Blumen und Sträucher werden von anderen Leuten gepflanzt und gepflegt. Deswegen fehlt ein bisschen die persönliche Beziehung, aber natürlich auch aufgrund dieser allgemeinen Wahrnehmungsfaulheit, dass man eben nicht sieht, welche Blumen dort blühen. Ich kann Ihnen aber versprechen, wenn Sie den Rosenroman gelesen haben, dann wird Ihnen das nie wieder passieren. Wenn Sie Zsoltán Dányis Rosenroman lesen, dann werden Sie sehen, dass dort 7 weiße Rosenstöcke stehen, 3 noch in Blüte, 2 grün und mit Knospen und 2 sind abgestorben und sind tot. Das war die eine Sache, die man unbedingt sieht. Was man auch noch sieht, ist das Zertifikationsschild. Ich bin vorhin einfach runtergegangen und habe es abgemacht. Denkmal hin oder her, um Ihnen zu sagen, was für Rosen wir im Garten haben. Es ist Schneewittchen. Und was nicht so gut ist, ich weiß, Sie sind aus den Niederlanden importiert. Das ist nicht gut, das habe ich leider auch gelernt. Und es ist immerhin eine öfter blühende Zierstrauchrose, rein weiß. Und ich werde Zsoltán nachher auch noch das Zertifikat zeigen von dem Händler, ob wenigstens der halbwegs in Ordnung ist. Aber der Rosenroman, das haben Sie sich vielleicht schon gedacht, ist nicht nur ein Roman über Rosen. Er ist auch ein Roman über Rosen. Er ist eine großartige Wahrnehmungsschule. Er ist ein Brief an den Vater, ein Buch über Krankheit und Einsamkeit und Krieg und dabei so fantastisch geschrieben und komponiert, dass ich hoffe, dass Sie sich nie wieder davon erholen werden, wenn Sie ihn gelesen haben. Sie werden ihn draußen einfach kaufen müssen. Mir ging das schon so mit Zsoltán Dányis erstem Roman, dem 2019 erschienenen Kadaverräumer, der mich so sehr begeistert hat, dass als ich sozusagen die Vorschau von Suhrkamp noch warm war und ich habe gesehen, sein neuer Roman erscheint, habe ich sofort gesagt, hier, Buchpremiere, Literaturhaus Berlin, das muss unbedingt sein. Und ich freue mich sehr, dass Zsoltán Dányi heute Abend hier ist und bitte einmal um einen ganz herzlichen Willkommensapplaus. Ist klar nach dieser Einführung, dass man für so ein Buch das bestmögliche Podium braucht, um es vorzustellen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass die Autorin und Moderatorin und Kritikerin und Lyrikerin Ilma Rakusa zugesagt hat, die Moderation zu übernehmen. Ebenso dankbar bin ich Heike Flemming, die heute Abend hier für uns aus dem Ungarischen und aus dem Deutschen ein bisschen hin und her übersetzen wird. Und Marc-Oliver Schulz hat zugesagt, er kommt vom Berliner Ensemble, die deutschen Stellen zu lesen. Und wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist. Und besonders freue ich mich auch, dass Theresia Mora heute Abend hier ist. Sie hat das Buch in das wunderbare Deutsch gebracht, dass Sie, wenn Sie das Buch gekauft haben, alle lesen können. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr schön, dass Sie da sind. Auch ich begrüße noch einmal alle Anwesenden, Zsoltán Dányi, Heike Flemming, Marc-Oliver Schulze, auch liebe Freunde im Publikum, den Verleger Christian Tannhäuser, der auch ein Buch mit Zsoltán Dányi gemacht hat, natürlich Theresia Mora, die großartige Übersetzerin, Katharina Rawe als Lektorin und viele andere liebe Freunde, Freundinnen. Vielleicht fällt Ihnen beim Titel Rosenroman der spätmittelalterliche Roman de la Rose von Guillaume de Lorris und Jean de Meung ein,
ein allegorisches Versepos, das in höfischer Manier beschreibt, wie ein Dichter sich bemüht, seine vornehme Geliebte, symbolisiert durch eine Rose, trotz mannigfacher Hindernisse zu erobern. Es sollte ihm schließlich gelingen, er pflückt die Rose. Doch vergessen wir diese Assoziation, denn sie hat mit Soltan Danis Roman nichts zu tun. Dani ist ein professioneller Rosenzüchter, der in seinem Geburtsort Senta in der Vojvodina Rosenzucht betreibt. Allerdings nicht ausschließlich, denn er hat in Novi Sad und Zagreb Philosophie und Literatur studiert, über Bela Hamvas promoviert und schon früh Gedichte und Kurzgeschichten verfasst. Als Autor bekannt geworden ist er mit seinem Roman Der Kadaverräumer, Deutsch 2018. Die Rosen aber sind ein Leitmotiv seines Lebens. Zu weiteren lebensbestimmenden Motiven gehört der Jugoslawienkrieg 1991 bis 1995, den Dani, ein Vertreter der ungarischen Minderheit in der serbischen Vojvodina, zwar nicht aktiv, das heißt nicht als Soldat der jugoslawischen Volksarmee mitmachte, dessen Folgen er aber sehr wohl zu spüren bekam und den er im Kadaverräumer wie in seinem aktuellen Rosenroman thematisiert. Doch schön der Reihe nach. Der Rosenroman ist Ich-Bericht, Protokoll, Beichte, ein Erinnerungsbuch von manischer Genauigkeit, dessen Held 30 Jahre seines Erwachsenenlebens minutiös vermisst, vom Jugoslawienkrieg bis in die Gegenwart, ohne strenge Chronologie, sondern mit zahlreichen Rückblenden und Wiederholungen. Dieser Ich-Erzähler hat mit dem Autor Dani einiges gemein. Er lebt in Senta, arbeitet nach einer Zeit als Kraftfahrer bei seinem Vater als Rosenzüchter, zeigt einen Hang zum Schreiben. Obwohl er dem Armeedienst entgangen ist, hat der Krieg traumatische Spuren in ihm hinterlassen. Im Roman zeigen sich diese in Form von Ängsten und zwangsneurotischen Handlungen. Er zählt überall Gegenstände, leitet aus Zahlen positive oder negative Prognosen ab, auferlegt sich Schweigewochen und Strafen aller Art, als könnten sie ihm Orientierung und Halt geben. In dieser Verfassung, wir haben ungefähr das Jahr 2015, erkrankt er an den Harnwegen, was 3 Operationen nach sich zieht. In deren Folge entfremdet er sich von seiner Freundin, die er konsequent als seine Frau bezeichnet, und wendet sich wieder ganz der Rosenzucht zu. Über die Rosenzucht lernt er nun jedes Detail, was auch uns Lesern mitgeteilt wird. Die Welt erscheint ihm durch die Optik eines Rosenzüchters. Auch Dinge, die außerhalb dieser Sphäre liegen, werden mit Rosen in Verbindung gebracht. Mit ähnlicher Obsession widmet sich der Erzähler seinem versehrten Körper und der ledierten Beziehung zu seiner Frau, die er leidenschaftlich begehrt, ohne sie wirklich lieben zu können. Eine verkrachte Existenz. Als die Freundin ihn verlässt und der Vater ihm kündigt, sieht er den Moment gekommen, sein Leben zu ändern. Er setzt sich ins Auto und fährt zu einem Freund nach Brüssel, der ihn seit Jahren einlädt. Die Reise wird zum Befreiungsschlag. Der Erzähler, kein Menschenkenner und auch über seine eigenen Gefühle im Unklaren, erkennt plötzlich, dass sein zerrissenes, gescheitertes Leben das einzige ist, das er hat und dass er aus den losen Fäden etwas machen muss. Zufälle befördern seine Entscheidung. In einem Prostituiertenviertel, in das er sich auf seinen Stadtwanderungen verirrt, entdeckt er in einer Auslage seine Frau in Umarmung mit einer anderen. Der Schock wird zu heilsamen Ernüchterung. Zum Schluss aber ist es das Meer bei Ostende, das seinen verengten Blick weitet, und als sich die Möglichkeit ergibt, 14 Tage in der Wohnung des Arbeitgebers seines Freundes in Ostende zu verbringen, nimmt er dankbar an.
Hier findet er zu sich, hier beginnt er zu notieren, was ihm widerfahren ist. Der Roman, der uns vorliegt, reflektiert am Ende seine eigene Genese. Mein Resümee ist natürlich stark verkürzt. Es soll nur als Rahmen für die Lesungen dienen. Die Lesungen werden Ihnen vorführen, was die eigentliche Stärke von Danys Buch ausmacht, seine Sprache, eine rhythmische Sprache, die mit ihren Wiederholungen und Umkreisungen eine soghafte Wirkung entfaltet, deren Intensität man sich nicht entziehen kann. Es ist ein Redestrom, der ihn manchmal ein bisschen an Thomas Bernhard erinnert, ohne allerdings die bernhardsche Polemik, und der vielleicht an gewissen Stellen auch ein bisschen an den diesjährigen Nobelpreisträger Jon Voss erinnert. Aber hören Sie selbst, bevor wir zu den Lesungen kommen, möchte ich aber Soltan Dany gleich eingangs vielleicht ein, zwei Fragen stellen, damit er auch zu Wort kommt. Dann tut er heute nicht erst, aber was er dir schon will, der muss also er besser gestern geht. Lieber Soltan Dany, man hat den Eindruck, dass Leben und Literatur in Ihren Büchern, auch im Rosenroman, sehr stark miteinander verbunden sind. Trauen Sie nur dem, was Sie aus eigener Erfahrung kennen und präzise beschreiben können? Da war ich vor die Tür. Ja, auf etwas anderes, also vertrauen Sie nur dem, was in Ihrem eigenen Leben. Was Sie aus eigener Erfahrung kennen und präzise beschreiben. Itt is van még egy harmadik tolmács, ha szükség van, ugye, Terézia? Nyugodtan beleszólhatsz. Vielen Dank für die Einladung. Und, also ich verstehe ein bisschen Deutsch und ich spreche ein sehr bisschen auch, aber nicht gut genug, um über Literatur zu sprechen. Also Entschuldigung, ich werde in Ungarisch, auf Ungarisch sprechen. Ez egy hosszú válasz lenne. A kérdés nagyon rövid, de csak nagyon hosszan tudnék rá válaszolni. Also es wird eine lange Antwort werden, auch wenn die Frage kurz ist. Tehát amikor elkezdtem írni, és az már nagyon régen volt, akkor teljesen kizártam a valóságot, és abszolút a képzelet volt a döntő. Also als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich die Wirklichkeit vollkommen ausgeblendet und nur die Fantasie war entscheidend. És ez volt az elképzelésem, hogy majd szép irodalommal fogok foglalkozni. Ich hatte die Vorstellung, dass ich mich mit Belletristik oder schöner Literatur beschäftigen werde. Sehr schön. Literatur. Sehr schön. De aztán az élet úgy alakult, hogy az az ország, amelyikbe születtem, és az nagyon váratlanul ért minket, az elkezdett darabjaira, részecskéire hullani. Aber dann hat es sich so entwickelt, das Leben, dass dieses Land, in das ich geboren wurde, in seine Teile zerfiel oder in winzige Teile zerfiel. És akkor ezt én nem akartam tudomásul venni, nem akartam elfogadni, és nem akartam, hogy ez legyen a valóság. Das wollte ich erst nicht zur Kenntnis nehmen und auch nicht akzeptieren, dass gerade das diese Wirklichkeit ist. Úgyhogy ideig még próbáltam menni abban az irányban, amerre elindultam, és az irodalmat is abban az irányban, amelyikben én elképzeltem magamnak, abban az irányban próbáltam folytatni. Also ich habe erst versucht, in dieser ursprünglichen Richtung, wie ich mir die Literatur vorgestellt habe, zu gehen. És amiket írtam, azok néha jobban, néha rosszabbul sikerültek, de valami mindig úgy értem, hogy hiányzik. Valami hiányzott belőle. Und was ich geschrieben habe, das war mal besser, mal schlechter, aber ich hatte immer das Gefühl, es fehlt etwas.
És hát jó sok időnek el kellett tenni, ameddig elkezdtem a háborúval foglalkozni, amíg nem is, hogy elkezdtem, hanem egyszerűen elkezdett megjelenni a háború a szövegeimben. Und der Krieg begann sehr schnell in meinen Texten zu erscheinen oder aufzutauchen. Nagyon sokára kezdett el megjelenni. Tehát hosszú idő, 10-20 éve eltelt, amíg megjelent. Aber es dauerte, also es dauerte 10 Jahre und dann aber sehr plötzlich. És akkor éreztem úgy, hogy megtaláltam a saját nyelvemet, amikor elkezdtem a háborúról írni. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich meine Sprache gefunden habe, als ich begann über den Krieg zu schreiben. És akkor innen kezdődött az, hogy egyre inkább a valóság, vagy az úgynevezett valóság kezdett megjelenni a szövegeimben, és a képzelet az kezdett inkább, hát mondjuk úgy, hogy a helyére kerülni nem dominált többé, hanem együtt működött a valósággal. Und insofern begann die Wirklichkeit in den Texten eine größere Rolle zu spielen und eine Art Gleichgewicht zu der Fantasie. És innen kezdve nekem nagyon fontos valóban az, amit Ilma mondott, hogy hogy úgy álljak hozzá az íráshoz, mint a performance művészek a performancehoz, tehát mondjuk a Marina Abramović, tehát hogy a vér az valódi vér legyen. Aha. Und seitdem versuche ich ein Verhältnis zu der Literatur zu haben, ähnlich wie zu einer Performance, also dass das Blut, ähnlich wie bei Maria Abramović, dass das Blut echtes Blut ist. Sehr interessant, dieser Vergleich mit Marina Abramović. Ja, vielleicht eine zweite Frage noch, auch ein bisschen allgemein zum Schreiben. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es bei Schreiben bei Ihnen ein sehr langwieriger Prozess, bei dem Sie auch Teile immer wieder überarbeiten? Oder folgen Sie einer Art Flow, Tujamias Flow, Anglo, ja? Also diesen Rhythmus, den Ihre Sprache ja wirklich in sich trägt, dass Sie sich also von diesem Rhythmus, von diesem Flow tragen lassen und eher weniger Feinarbeit machen, sondern sich eher diesem Sog selber überlassen beim Schreiben. Hát amikor elkezdtem írni a rózsákról, akkor csak azt tudtam, hogy a rózsákról akarok írni, de nem volt nyelvem. Nem volt nyelvem, amit meg tudtam volna szólalni. Als ich angefangen habe, über die Rosen zu schreiben, wusste ich nur, dass ich über die Rosen schreiben will, aber ich hatte dafür noch keine Sprache. És abban az időszakban, ez majdnem 2 év, vagy lehet, hogy több is, mint 2 év, abban az időszakban sokat improvizáltam. Tehát próbálgattam különböző nyelveket, nyelvhasználatot, megszólalást és különböző történeteket. Also diese Phase hat fast 2 Jahre gedauert und ich habe einfach viel ausprobiert, viel improvisiert, oft wieder angefangen wahrscheinlich, oder? És ilyenkor elég sok szöveget el kell dobni. Tehát a füzeteket írtam, egymás után teleírtam őket, és aztán egymás után dobáltam el. Und ich habe ganz viele Hefte da weggeschmissen, also ich habe sie vollgeschrieben und dann wieder weggeschmissen. És egy valami viszont újra és újra megjelent, vagy visszatért, az pedig a fizikai munka volt, a rózsákkal végzett fizikai munka, és azok a vágó, szúró, éles eszközök, amiket használunk a rózsatermesztőben. Und eine Sache aber, die konstant geblieben ist in diesem Schreiben, war diese praktische Arbeit mit den Rosen, oder diese konkrete Arbeit mit den Rosen und die Werkzeuge, die man dabei benutzt. És amikor ezek az eszközök megjelentek, akkor ezek hozták magukkal azt, hogy az élőtest fölvágásáról, a műtétekről is elkezdtem beszélni, és a műtétek, meg a rózsák, illetve az élőtest vágása és a rózsák vágása az elkezdett egymással valahogy, egymásra reagálni. Und es entstand langsam so ein Verhältnis, dass durch diese Beschreibung, diese Arbeit an den Rosen, auch die Arbeit oder die Operation an dem Körper beschrieben werden konnte und also durch das, was man da, also dass es ähnliche Prozesse sind.
És akkor ez volt az a pillanat, amikor a szabadságot sikerült elérnem az írásban, és innen jött meg, itt találta meg a nyelvet is, a megfelelő nyelvet ezek után, és akkor következett az, amit Ilma említett, hogy akkor már lehet a ritmusra bízni magam. Amikor már van nyelv és van ritmus, akkor már rá tudom bízni magam. És onnan kezdve már, akkor már könnyebben megy. Und ab diesem Moment fand ich eine Freiheit im Schreiben und hatte ich eine Sprache gefunden und ab diesem Moment entstand das, was Ilma erwähnt hat, diese Art Flow oder dass man sich dem Rhythmus der Sätze überlassen kann. Dankeschön. Ja, jetzt hören Sie sich bitte an, wie diese Sprache klingt und ich bitte Marco-Ulrich Schulze mal den Anfang des Romans zu lesen. Ich stand am Fenster und wartete, dass die Sonne unterging. Denn das war die Regel. Und wenn ich nicht wollte, dass etwas Schlimmes geschah, musste ich warten, bis sie untergegangen war. Ursprünglich wollte ich die Kreuze zählen. Ich plante schon seit Tagen loszugehen und die Kreuze zu zählen. Aber dann schob ich den Aufbruch jeden Tag so lange auf, bis es dunkel geworden war und das Zählen immer auf den nächsten Tag verschoben werden musste. Diesmal ging ich aber los. Ich ging wirklich los. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich sogar schon die Schuhe angezogen, als mir einfiel, dass ich mir vorher noch einen Tee kochen könnte. Also ging ich zurück in die Küche, kochte Wasser, goss es über die Minzblätter und trat dann ans Fenster, um mich, solange der Tee zog, etwas umzusehen. Aber als ich aus dem Fenster schaute, erblickte ich die Sonne. Und in meinem Kopf erschien sofort die Regel, dass ich, wenn ich nicht wollte, dass etwas Schlimmes geschah, am Fenster stehen bleiben und warten musste, bis die Sonne untergegangen war. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht und wenn ja, ob es bei Ihnen auch so ist wie bei mir. Aber ich weiß, dass es bei mir schon früher so war. Und manchmal kommt es immer noch vor. Zum Beispiel sitze ich auf einer Bank, schaue mich um oder bin draußen auf unserem Feld, beschneide die Rosen oder ich bin auf der Straße irgendwohin unterwegs, denn irgendwohin muss man immer oder fast immer gehen und dann erscheint in meinem Kopf auf einmal eine Regel, dass ich dieses oder jenes tun muss, oder im Gegenteil, dass ich dieses oder jenes so lange nicht tun darf, bis gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind, oder im Gegenteil, bis gewisse Umstände nicht mehr bestehen. Genau das passierte auch, als ich ans Fenster trat und hinaussah. Denn sobald ich die Sonne erblickte, erschien in meinem Kopf sofort die Regel, dass ich so lange am Fenster stehen bleiben musste, bis die Sonne untergegangen war. Und das würde, wenn ich richtig rechnete, ungefähr eine halbe Stunde dauern, was nicht viel war, wirklich nicht. Woanders hatte ich wegen anderer Regeln schon viel länger gewartet. Das war also nicht das Problem, sondern die Sache mit den Kreuzen. Denn wenn ich jetzt eine halbe Stunde am Fenster stehen bleibe, dachte ich, und warte, dass die Sonne untergeht, dann muss ich die Kreuze schon wieder verschieben. Im Dunkeln kann ich sie nicht mehr zählen. Von Zeit zu Zeit überkommt mich ein Drang, oder eher ein Zwang, und dann muss ich gewisse Dinge zählen. Ich muss zählen, wie viele Treppenstufen es zwischen zwei Etagen sind. Ich muss zählen, wie viele Vögel an meinem Fenster vorbeifliegen. Oder ich muss zählen, aus wie vielen Latten die Bank besteht, auf der ich sitze, und noch vieles andere mehr. Und deswegen habe ich von Zeit zu Zeit das Gefühl, dass ich immerzu nur zähle. Manchmal zähle ich die Eisenstangen in einem Zaun. Ein anderes Mal, wie viele Strommasten es zwischen zwei Straßenecken gibt. Wieder ein anderes Mal, wie viele Autos an mir vorbeifahren, bis ich am Ende der Straße angekommen bin. Und was die Autos anbelangt, die zähle ich auf verschiedene Weise. Manchmal muss ich zählen, wie viele rote oder blaue Autos auf einem Parkplatz stehen. Ein anderes Mal, wie viele Autos ein Nummernschild haben, das auf eine bestimmte Zahl endet. Und wieder ein anderes Mal, wie oft die Radkappe der Autos unterteilt ist. Im Allgemeinen führe ich solche Aufgaben aus. Solche oder so ähnliche Zählaufgaben. Und diese haben immer eine Bedeutung. Also damit meine ich, dass das Ergebnis der Zählaufgabe, die Endsumme, immer eine Bedeutung hat. Aus der Endsumme kann man nämlich Schlüsse ziehen. Aus der Endsumme kann man die unterschiedlichsten Schlüsse bezogen auf die unterschiedlichsten Dinge ziehen. Die Kreuze wollte ich zählen, weil der Arzt gesagt hatte, ich müsse viel trinken, viel Wasser und Tee. Und ich nahm mir seinen Ratschlag zu Herzen. Ich trank viel, viel Wasser und Tee und deswegen musste ich oft urinieren. Und als ich zur nächsten Kontrolluntersuchung fuhr, musste ich sogar unterwegs anhalten.
Und während des Urinierens schaute ich mich um, ich schaute mir die Maisfelder rechts an, schaute, ob ein Auto kam oder nicht, schaute mir die Weizenfelder links an und wie hoch die Vögel im Himmel schwebten, denn sie schwebten in verschiedenen Höhen, als hätte der Himmel mehrere Schichten. Und wie ich mich erinnere, schaute ich mir noch viele andere Dinge an, die Sträucher, die Gräser, den Akazienbaum zwischen den Gräsern, aber zum Schluss schaute ich mir nur noch das Kreuz an, das neben dem Akazienbaum stand. Denn da erst bemerkte ich, dass ich ausgerechnet an einem Wegkreuz stehen geblieben war, um zu urinieren. Erst schaute ich mir das kleine Blechschild mit den vier Buchstaben an, dann schaute ich mir die Dornenkrone an, deren Spitzen an mehreren Stellen abgebrochen waren, dann schaute ich mir die Nägel an, die man in den Betonbalken geschlagen hatte, die schon halb von Rost zerfressen waren. Diese Nägel zählte ich sogar mehrmals, denn manche Dinge muss ich manchmal mehrmals zählen. Dabei sah ich nur drei davon, einen in der Mitte des kleinen Blechschilds, einen in den grauen Füßen und einen in der rechten Handfläche. Es waren alle Nägel, die ich sah. Die linke Hand fehlte nämlich, genauer gesagt, fehlte nicht nur die Hand, sondern der ganze Arm der Christusfigur, als hätte man ihn abgeschnitten oder abgesägt. Zumindest schloss ich das aus den regelmäßigen Schnittspuren. Ich drehte um, ging zum Wagen zurück und fuhr los. Aber jetzt fuhr ich nur noch langsam, sehr langsam, und beobachtete dabei den Straßenrand, ob ich noch ein Wegkreuz erblickte. Aber vergebens stierte ich, strengte meine Augen an. Lange Zeit sah ich nichts als Sträucher, Gräser und verwilderte Akazien. Immer das Gleiche, Sträucher, Gräser, verwilderte Akazien. Und nach einer Weile dachte ich, das wird übel enden. Denn es sah ganz danach aus, als würde kein weiteres Kreuz mehr an dieser Straße stehen. Und da kam mir der Gedanke, ich sollte vielleicht aus dem Auto aussteigen und zu Fuß weitergehen. Ich gehe zu Fuß und schaue und suche dabei so lange zwischen den Sträuchern und den Gräsern, bis ich irgendetwas finde, ein Stück Holz, ein Stück Scholle, ein Stück getrockneten Hundedrecks, irgendetwas, das man ein Kreuz nennen könnte. Aber dann hielt ich doch nicht an, sondern rollte weiter mit dem Auto und beobachtete dabei den Straßenrand, ob ich nicht vielleicht doch ein Kreuz sah. Und als ich sogar schon die Tankstelle hinter mir gelassen hatte, als nur noch wenig fehlte, um in Dornjos anzukommen, und ich also wirklich in der Scheiße saß und das Gefühl hatte, als würden auf einmal sehr viele Käfer auf meinem Kopf hin und her laufen, bemerkte ich in der nächsten Kurve doch noch etwas zwischen den Akazien, und als ich näher kam, schlug ich vor lauter Freude mit beiden Händen kräftig aufs Lenkrad, denn dieses Etwas, das ich sah, war ein Kreuz. Ich konnte also endlich aufatmen. Die Suche konnte ich dennoch nicht aufgeben, denn es ist nicht immer einfach, mit diesen Dingen aufzuhören. Also bog ich im Zentrum von Tornjosch nach rechts ab und beobachtete weiter den Straßenrand, ob ich nicht noch ein Kreuz fand. Und jetzt musste ich nicht lange suchen. Kaum war ich aus dem Ort draußen, tauchte zwischen Mohnblumen und Holunderbüschen das dritte Kreuz auf. Vom vielen Wasser und dem Tee, den ich getrunken hatte, oder ich weiß nicht, vielleicht wegen der Aufregung, hatte ich schon wieder das Gefühl, urinieren zu müssen. Also hielt ich am Straßenrand an und ging zwischen die Holunderbüsche. Und während ich pisste, schaute ich mir das Kreuz an, das in einem noch schlechteren Zustand war als das erste. Diesem hatte man nicht nur einen Arm, sondern den ganzen Körper gestohlen. Und was das anbelangt, fehlte auch das Kreuz selbst. Auf diesem Sockel ragte nur noch ein halb abgebrochener Betonpfosten in die Höhe. Und einen zur Hälfte abgebrochenen Betonpfosten kann man wohl kaum ein Kreuz nennen. Dennoch nannte ich ihn so. Das war also das dritte Kreuz, das ich unterwegs gefunden hatte, aber ich traute mich nicht wirklich daran zu denken, was dieser abgebrochene Betonpfosten mit meiner Krankheit zu tun hatte. Und deswegen sah ich gegen Ende des Pissens nur noch die Plastikflasche an, die auf halber Höhe abgeschnittene Plastikflasche, die vor dem Betonpfosten stand und mit Blumen vollgestopft war, einem Strauß Wiesenblumen, in dem ein paar verblühende Rosen staken. Diese Rosen brachten mich wieder durcheinander. Ich konnte nicht entscheiden, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Zeichen waren. Aber mir blieb nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken, da ich wegen den Kreuzen sowieso schon im Verzug war. Ich schloss also meinen Hosenstall, ging zum Auto zurück und dann gab ich ordentlich Gas, um nicht zu spät zu kommen. Einige Tage später jedoch, das heißt, um genau zu sein, eine Woche später, als ich am Fenster stand, fielen mir diese Rosen wieder ein. Denn als ich erneut aus dem Fenster blickte, um nachzuprüfen, wo die Sonne gerade war, sah ich, dass sie noch nicht einmal die Spitze der Bäume erreicht hatte.
Ihre untere Hälfte aber war schon verschwunden. Sie hatte sich aufgelöst, wie die Spuren von Abschürfungen, während die andere noch sichtbare Hälfte von der gleichen Farbe war, einem ins Lila spielenden schweren Rot, wie die Rosen in jener abgeschnittenen Plastikflasche. Als mir diese Rosen einfielen, erschien mit ihnen zusammen auch der Weg nach Tornios in meinem Kopf. Aber nun sah ich ihn nicht so wie zuletzt, als ich zur Kontrolle fuhr, sondern in einem früheren, einem viel früheren Zustand, aus einer Zeit, als ich noch mit meinem Vater zusammenarbeitete und zweimal die Woche, jeden Dienstag und Freitag, auf diesem Weg die Rosen in die Läden von Sobotka fuhr. Das war die einzige Sache, die ich im Zusammenhang mit den Rosen mochte. Denn an diesen Tagen musste ich nicht auf dem Feld arbeiten, obwohl es auch im Auto warm war und ich schwitzte, als würde ich auf dem Feld arbeiten. Aber damals zog ich das Schwitzen im Auto dem Schwitzen in der Hocke zwischen den Rosen vor. Vielleicht bin ich deswegen später Kraftfahrer geworden und nicht Rosenzüchter. Ich weiß nicht. Vor 20 oder 25 Jahren, jedenfalls während des Krieges, arbeitete ich noch mit meinem Vater zusammen. Und im Allgemeinen fingen wir bei Sonnenuntergang an, die Rosen zu schneiden, wenn die Hitze nachließ. Denn hätten wir sie eher geschnitten, wären sie bis zum nächsten Tag verwelkt gewesen. Aber wenn wir sie bei Sonnenuntergang pflückten und sie bis zum frühen Morgen bis zum Hals in kaltes Wasser stellten, dann blieben sie eine Woche lang frisch. Das haben wir ausgetestet. Und da es nach Sonnenuntergang sehr schnell dunkel wurde, mussten wir uns beeilen, so viel Blumen wie möglich zu pflücken. Und mein Vater beeilte sich wirklich. Ich hörte, dass seine Schere mindestens zweimal so schnell klapperte wie meine. Und manchmal rief er nach hinten, beeil dich, mein Junge, beeil dich. Aber ich beeilte mich nicht besonders, denn ich wusste, egal wie schnell ich die Rosen schneiden würde, früh morgens werden wir sowieso wieder herauskommen müssen. Denn es gelang uns nie, bei Sonnenuntergang so viel Rosen zu schneiden, wie wir für den nächsten Tag brauchten. Sobald es dunkel war, hörten wir auf, die Rosen zu schneiden. Wir stellten sie in Eimer voller Wasser. Die Eimer stellten wir in eine in die Jahre gekommene Kühltruhe, die kaum mehr kühlte, aber um die Rosen bis zum Morgen kühl zu halten, reichte es noch. Und am nächsten Morgen, in aller Herrgottsfrühe, gingen wir wieder hinaus, um den Rest zu pflücken. Und natürlich musste man sich wieder beeilen, denn die Sonne stieg schnell. Und nach 7 war es schon zu heiß, um die Rosen zu schneiden. Ich hörte, dass die Schere meines Vaters wieder schneller klapperte als meine, aber ich beeilte mich nicht besonders, denn ich bereitete mich gedanklich bereits auf den Weg vor. Und als wir mit dem Pflücken fertig waren, folgte das Sortieren und das Packen. Wir sortierten die Rosen erst nach Farbe und Länge, dann banden wir immer 100 zusammen. Die Bündel stellten wir in mit Wasser gefüllte Eimer, die Eimer packten wir dann in den Kofferraum. Und zuletzt warf mein Vater zum Schutz seiner Rosen auch noch eine Handvoll Eis in jeden Eimer. Und als wir mit allem fertig waren, konnte ich endlich los. Und das war für mich das Beste am Ganzen, den Läden in Sobotka die Blumen zu bringen. Ich flitzte im Golf meines Vaters mit 120 Sachen über den Tornjoscher Weg, obwohl ich auch damals schon die Regeln im Kopf hatte und gewisse Dinge zählen musste. Manchmal zählte ich die unterbrochenen Linien in der Mitte der Straße, ein anderes Mal die Kurven oder die Verkehrsschilder. Wieder ein anderes Mal zählte ich die Traktoren, die Autos oder die Lkw, denen ich unterwegs begegnete. Bei einer Gelegenheit hätte ich die Radfahrer zählen sollen, weil ich gerne wissen wollte, wie lange der Krieg noch dauern würde. Und die Regel war, dass er noch genau so viele Jahre dauern würde, wie ich Fahrrädern auf dem Tornjoscher Weg begegnete. An die Namen der Blumengeschäfte erinnere ich mich nicht mehr gut, nicht weil sie kompliziert oder komplex gewesen wären. Blumengeschäfte werden meist nach einer Blume oder einer Zierpflanze benannt oder wenn nicht nach einer Blume oder einer Zierpflanze, dann bekommen sie einen Frauennamen, zum Beispiel den Namen der Tochter des Besitzers. Es konnte also eine Pamela, eine Olga oder eine Mimosa sein. Und es kann sein, dass ich die Namen deswegen vergessen habe, weil sie so einfach waren. Die einfachen Dinge vergesse ich nämlich leichter. Obwohl auch das nicht ganz richtig ist, denn seit ich Kraftfahrer geworden war, vergaß ich allmählich auch die Namen der Rosen. Dabei sind Rosennamen meist komplizierter. Manche klingen wie der Name eines alten Adelsgeschlechts, wie die Ilse Kron Superior oder die Scarlett Mejan Decor. Und man könnte noch viele ähnliche nennen, aber mehr Namen fallen mir gerade nicht ein. Das heißt, mir sind noch 2 eingefallen, aber das sind einfachere Namen. Denn auch unter den Rosennamen gibt es einfache, wie die Kardinal oder die Flamingo.
die ihren Namen nach ihrer Farbe bekommen haben, wenngleich die Farbe der Kardinal dunkler ist als die der Kleidung der Geistlichen und die Farbe der Flamingo blasser als die des Gefieders jener albernen Vögel, nach denen diese Rose benannt ist. Die Farbe der Flamingo ist eher so, als hätte man eine Flamingo-Feder in Milch aufgelöst. Aber ich wollte jetzt nicht über die Farben reden, sondern über die Namen. Und ich wollte nur so viel sagen, dass ich, als ich am Fenster stand und darauf wartete, dass die Sonne unterging, vergebens meinen Verstand bemühte. Mir fielen einfach keine weiteren Rosennamen ein. Die Lage wäre natürlich eine andere gewesen, wenn in meinem Kopf eine Regel aufgetaucht wäre, dass ich innerhalb einer so und so langen Zeitspanne so und so viele Rosennamen hätte aufzählen müssen. Dann wären mir bestimmt noch welche eingefallen. Denn in jenem Sommer, als ich zweimal die Woche Schnittblumen an die Blumenläden in Sobotka lieferte, musste ich den Namen einer jeden Rose auswendig können. Und diese Namen gibt es noch. Diese mit Licht vollgesogenen Namen gibt es ganz bestimmt noch, irgendwo in mir. Vor dem Krieg wollten die Läden in Sobotka unsere Rosen nicht, denn wir hatten nur Freilandrosen, die nicht so makellos sind wie die aus dem Gewächshaus. Die Insekten, die Stürme und die sengende Sonne hinterlassen ihre Spuren. Deswegen verkauften die Blumenläden vor dem Krieg nur Gewächshausrosen, Freilandrosen nicht. Aber um die Wahrheit zu sagen, vor dem Krieg hatten wir gar nicht versucht, ihnen unsere Rosen zu verkaufen, denn damals verkauften wir nur Rosenstöcke, keine Schnittblumen. Auf unserem Feld erblühten und verblühten zu Tausenden die Rosen. Trotzdem pflückten wir sie nicht, denn wir arbeiteten für die Deutschen, die starke Rosenstöcke wollten, große Büsche mit dicken Ästen. Deswegen schnitten wir noch nicht einmal für uns selbst oft Rosen, damit die Stöcke mehr Äste behielten. Und vor dem Krieg waren sie wirklich stark, große Büsche mit dicken Ästen, sodass die Deutschen jedes Jahr sämtliche Stöcke mitnahmen. Ende Oktober oder Anfang November pflügten wir sie aus, banden sie in 20er oder 50er Bündeln und dann kamen große schwarze Sattelschlepper und wir luden sie mit Rosen voll. Ich hätte gerne diese Sattelschlepper gefahren, aber ich hatte noch keinen Führerschein dafür. Und bis ich die Prüfung abgelegt hatte, brach der Krieg aus und die Deutschen kamen nicht mehr. Details spielen eine sehr große Rolle bei Ihnen. Man könnte fast sagen, es geht um eine Ethik der Details oder des Details. Zugleich spricht der Ich-Erzähler immer wieder über die Unzuverlässigkeit seiner Erinnerung. Wollen Sie das schon mal übersetzen? Frage, wollen Sie uns Lesern sozusagen Vertrauen oder eher ein Misstrauen suggerieren? Sollen wir Ihrem Text trauen oder sollen wir ihm zum Teil auch misstrauen? Erst mal. Also seid ihr gleich abgeredet mit Allottamäntig? Das ist die beste Frage, die ich bisher bekommen habe. De hát hogyha őszinte akarok lenni, már pedig igen, amennyire csak lehet, akkor azt kell mondjam, hogy nem érdekel az olvasó, sajnos. Okay. Wenn ich ehrlich bin und aufrichtig, dann müsste ich sagen oder würde ich sagen, dass mich der Leser erstmal nicht interessiert. Tehát ameddig írom a könyvet, addig nem foglalkozok vele, hogy ki fogja olvasni, olvasni fogja bárki, és hogy mit fog mondani, aki olvassa, ezek nem játszanak ezek a kérdések. Also solange ich das Buch schreibe, spielen die Gedanken an den Leser, wer das lesen wird und ob es jemand lesen wird, keine Rolle. Mert akkor nem tudnám megírni azokat a dolgokat, amiktől én magam is megijedek néha. Weil ich sonst diese Dinge, vor denen ich selber erschrocken bin, nicht schreiben könnte. Hát,
Das ist nothing wrong with that. Ist alles okay. Ja, ja, denken Sie ruhig immer beim Schreiben an Schreiben. Das ist tatsächlich wichtiger. Denn ich kann nur meine eigene Erfahrung mit dem Text beschreiben. Und die ist eine Beschreibung der Faszination. Also ich persönlich bin diesem Buch, auch schon Ihrem ersten Buch, aber diesem vielleicht noch stärker, mit angehaltenem Atem gefolgt. Also es nimmt einen wirklich mit, es schlägt einen in Bann und natürlich werden auch die Fragen, die ich Ihnen jetzt stelle, irgendwie irrelevant, auch für mich Leserin. Ja? Also, Lenia geben aus Montam, euren Faszinal aus Hülweg, heute und geben aus Agerischer mit Feldtaten, Samum, Rasha, euren Erdekas, Amiko, Olvasum aus Hülweg, Anjira, magával ránt és visz, úgyhogy igen, hát ezt a kérdést itt tettem fel, de jobb, hogy sem maga, sem jól olvasók, ebben nem foglalkozunk. Ja. Eine andere Frage oder eine Feststellung, das Buch ist eigentlich ein monomanisches Buch, es ist ein monomanischer Text und monomanisch ist auch dieser Held, der ganz auf sich selbst fokussiert ist. Manchmal, gebe ich offen zu, ist das auch schwer auszuhalten bei der Lektüre. Aber wenn man das Buch bis zu Ende liest, dann erkennt man eine Verwandlung mit dem Helden, das heißt aus diesem Bericht, Erfahrungs-, Erinnerungsbericht, der auch eine Selbsterforschung ist, wird gegen Ende so etwas wie eine Selbstüberschreitung. Das heißt, aus dieser monomanischen Sicht öffnet sich etwas und es entsteht so etwas wie die Weite einer Selbstüberschreitung. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. De az, ami a végén történik, hogy ez a monomán szöveg, úgy nagyon, szóval hát mindig saját magáról beszél a beszélő, de a végén ott a tenger mellett valami történik vele, úgyhogy végre az a én, valahogy mintha saját magát transzcendálna. Ez egy majdnem egy misztikus szerintem tapasztalat, nem tudom, hogy jól olvastam. Abszolút, igen. Úgyhogy esetleg mondjon erről valamit, uh-huh. Mert a végét most nem fogjuk hallani. Aha. Igen, hát amikor írok, akkor nem tudom soha, hogy hova fogok jutni vagy kerülni, mert nem tudom, hogy nem vagyok biztos benne, vagy nem mindig tudom, hogy a következő mondat, amiről fog szólni. Wenn ich schreibe, weiß ich nicht, worauf das Ganze hinausläuft oder wo ich damit hingelange, weil ich manchmal gar nicht weiß, worüber der nächste Satz reden wird oder sprechen wird. És itt most a feladat az volt, hogy a számomra, hogy a rózsákba, mindazt, ami a rózsákba benne van, azt próbáljam meg kinyitogatni, kibontani, mint hogy a rózsák is kibontani. Ezeket egyébként a Zentáról hoztam a saját kertünkből, és ugyanolyan plastik dobozban van, mint amiben az olvasott részlet is. Und die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, war, alles, was in den Rosen drin ist, Stück für Stück zu entfalten. Und deshalb habe ich auch diese Rosen aus Center mitgebracht, die aus dem eigenen Garten sind und genauso wie in dem Buch in dieser Plastikverpackung. És az, hogy a végén hova fog eljutni a könyv, azt nem tudtam előre, és valóban ezek ezzel az értelmezéssel, ha bár én magam nem szeretném értelmezni, nem is szoktam, de ezzel az értelmezéssel nagyon szívesen egyezek, hogy ez egy átlényegüléshez vezet tulajdonképpen. Also wenn ich ein Buch schreibe, anfange zu schreiben oder schreibe, dann weiß ich nicht, wo ich dann am Ende rauskomme, aber mit dieser Interpretation, obwohl ich mich nicht gern selber interpretiere, aber mit dieser Interpretation von Ilma, stimme ich überein oder kann ich sehr gut übereinstimmen mit dieser Art von Selbstüberschreitung? És nekem izgalmasabb volt a fizikai részéről írni a dolognak, tehát az volt, amit úgy éreztem, hogy ez az, amit
a rózsákról nem láttam még máshol. Tehát engem a szimbolika, és a, ahogy a bevezetőben mondta, és az igazán ezek a kulturális hagyomány, az nem érdekelt. Und also mein Programm oder die Aufgabe war, oder was ich eigentlich wollte, war über diese über das Konkrete der Rosen zu schreiben und über diese, über das Physische der Rosen zu schreiben und über diese physische Arbeit der Rosen zu schreiben und diese ganzen kulturgeschichtlichen Symbole, die mit den Rosen einhergehen, die haben mich gar nicht interessiert. Ich habe jetzt gar nicht so sehr über die Rosen gesprochen, sondern über die Ich-Figur, die ja alles Mögliche erlebt, mit den Rosen, mit dem eigenen Körper, mit der Freundin. Also ich habe da jetzt nicht so sehr über die Rosen gesprochen, sondern über die Figur. Das Monomanische liegt eigentlich in der Darstellung der Figur, was mit ihr passiert. Die Rosen sind natürlich ein wichtiges Thema. Mhm. Sie haben jetzt mehr über die Rosen gesprochen. Das wollte ich später auch noch tun, natürlich, als zentrales Motiv. Aber die Selbsttranszendierung betrifft ja die Ich-Figur und nicht so sehr die Rosen. Ne? Die Figur selbst, meinte ich. Also, und da sehe ich gegen Ende des Romans schon fast so ein leicht mystisches Moment. Aber gut. Egal, hat das nicht erzählt? Ja, zu den Rosen wollte ich natürlich kommen, weil die Rosen sind, ohne Rosen würde es das Buch nicht geben, aber natürlich in erster Linie ist da eine Figur, die mit diesen Rosen Umgang hat, diese Rosen quält, wie es immer wieder heißt, man muss sie ständig schneiden, trimmen und so weiter. Und diese Qual erlebt er natürlich durch seine Krankheit und 3 Operationen gewissermaßen auch am eigenen Körper. Das sind die 2 Motive, hat er schon erwähnt, die sich da auch verzahnen und die sozusagen das Buch dann in Gang gebracht haben überhaupt. Aber noch einmal zu diesem Ich, also ich habe ihn ja den Text als monomanisch irgendwie bezeichnet. Ich habe heute gerade gelesen über den diesjährigen Nobelpreisträger John Fosse, der in einem Interview sagte, ich möchte mich selbst loswerden, nicht mich ausdrücken. Das sagt jemand, der einen 7-bändigen Roman geschrieben hat, der sehr autobiografisch grundiert ist. Deshalb bringe ich jetzt diesen Vergleich. Also nochmal dieser Satz, ich möchte mich selbst loswerden, nicht mich ausdrücken. Steckt eventuell etwas auch bei Ihnen dahinter? A Fosse aus Montaol. Donc, eben, nem akarja magát kifejezni, hanem inkább azt akarná, hogy saját magát úgy szóval elveszítse, vagy hogy fordítaná? Megszabadul. Hogy megszabadulna saját magától, igen. Hogy valahogy ezt érti, ezt a mondatot, vagy nagyon nem? Értem ezt a mondatot. Nagyon érti, igen. Nagyon igen, ez közel áll hozzám, ez a mondat. Also der kommt mir nah oder steht mir nah. És az egyik szabály, ami, vagy nem is, a vezérelvem az írás során az volt. Also eine Regel oder vielleicht nicht so sehr eine Regel, eher so ein Leitgedanke. Hogy hogyan ne írjam meg azt, ami történt. Dass ich nicht das schreibe, was geschehen ist. És ez elég volt ahhoz, hogy bármilyen közel menjek a valósághoz, mert a feladat mindig az volt, hogy azt ne írjam meg, ne azt írjam meg, ami történt. Und also egal wie nah ich der Wirklichkeit gekommen bin, es war der Gedanke, dass ich nicht das schreibe, was passiert ist. Mert abban az első 2 évben, amit említettem, amíg kerestem azt, hogy miről, meg hogyan közelítsem meg a rózsát, honnan nézzem, milyen hangon, milyen nyelven. Weil in diesen ersten schon erwähnten 2 Jahren, als ich also ausprobiert habe, wie ich diese Rosen beschreibe und aus welcher Perspektive und addig tulajdonképpen a regénynek a határait kerestem. Hol a regény határa? Meddig mehet el a regény? Also in dieser Zeit habe ich versucht, die Grenzen des Romans zu finden oder abzustecken, also wo diese Grenzen des Romans liegen. Ezt nem tudtam, hogy azt keresem, de tulajdonképpen azt kerestem. Also das war mir nicht so bewusst, aber eigentlich war es so, dass ich das gemacht habe. Hát is így, most nem tudom, hogy ez már közelebb van a válaszom. Also ungefähr so, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage damit beantwortet habe. De még valami eszembe jutott az előző kérdéshez,
Az pedig egy kicsit kivezet ebből az én figurából. Ugye az volt itt a kérdés, hogy voltam, hogy akkor az én kinyílik ez az én egy kicsit a világra. Igen. És ez, hát ez összefügg azzal, hogy ez egy vajdasági illető, aki aztán illetve hát egy volt jugoszláviai történetből jut el az Északi-tengerre, és hogy mintha ez arról is szólna, hogy a fájdalmaink azok egy adott térben van. Nem csak bennünk vannak, hanem adott térben, térségben vannak. Also nochmal zurück zu dieser vorhergehenden Frage, wo es um diese Selbstüberschreitung ging. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dieser Held oder dieses Ich in einer Region, aus einer Region kommt, aus diesem Vojvodina, und aus dieser Region nach Norden oder nach Nordwesten kommt, an dieses Meer. Und mach nochmal mit dem Pfeiler. Achso, ja, okay. Also diese Schmerzen oder dieses Geschehen eben nicht nur mit dem Ich zusammenhängen, sondern auch mit der Region, aus der das Ich kommt. Mhm. Ja, ich wollte nachher auch zum Krieg kommen, aber erst nach der zweiten Passage. Vielleicht jetzt noch zu dem Schluss des Romans, der eben ein bisschen anders ist. Also da steht dann diese Person viel am Meer und schaut in die Weite des Meers. Auch da fallen ihm immer wieder die Rosen ein. Das Meer wird mit einem Rosenmeer verglichen. Aber irgendwie hat man den Eindruck, dass in diesen Schlussszenen auch die Rose metaphorisch aufgefasst wird, was früher nicht der Fall war. Es wird nämlich die Arbeit mit den Rosen, an den Rosen, extrem genau beschrieben. Also wenn Sie sich für Rosen interessieren, müssen Sie das Buch sowieso lesen, weil Sie alles über Rosenzucht erfahren. Auch wirklich schreckliche Dinge, dass man die Rosen buchstäblich quält, damit sie dann so schön erblühen. Ja? Also das erfährt man minutiös, fachmännisch genau. Aber am Schluss, dann wird auch die Rose sozusagen zu einer großen Metapher der, ich weiß nicht, der Schönheit der Welt überhaupt, also quasi zu einem Symbol für die menschliche Existenz. Sehe ich das richtig und wollten Sie das auch wirklich so? Sie sagten in einer Mail, es hätte Kritik am Ende dieses Buches gegeben oder zum Schluss dieses Buches. Es hätte offenbar Leser gegeben oder Kritiker, die dieses Ende nicht so ganz mochten. Also es waren jetzt vielleicht zwei Fragen. Geht ja, es? Oder drei. Übersetzung? Köszönöm, megvan. Nem tudtam, hogy ez lesz a vége, és úgy látszik, hogy hogy is mondjam, az előbb, ahogy említettem, az volt a célom, hogy a rózsában, ami benne van, azt lehetőleg mindent szedjek ki belőle. Tehát, hogy ne legyenek határok és korlátok, menjek addig, ameddig csak tudok, vagy ameddig csak lehet. Also nochmal zurück zu gehen auf das Vorhergehende, was schon erwähnt wurde. Also er wusste nicht, oder ich wusste nicht, wie der Roman endet oder wie das Ende aussieht. Und wie gesagt, war mein Ziel, alles aus den Rosen herauszuholen, was man aus diesen Rosen herausholen kann und dort bis zum Ende zu gehen, also wirklich alles herauszuholen. És ezt a misztikus részét a rózsának, ezt én kerültem, ameddig csak lehetett, de nem kerülhettem el végleg, mert ez is benne van. Und dieses Mystische, das habe ich versucht, so lange wie es geht, zu vermeiden, aber am Ende konnte ich es nicht vermeiden, und weil auch das da drin steckt. És azt én éreztem, hogy itt van egy kockázat ebben a könyvnek a befejezésében, hogy ez egy kockázatos dolog, de hát hogy is mondjam, a könyv az erősebb volt nálam. Tehát nem, elkezdtem kihúzgálni azokat a részeket, amiket a végén, amikről úgy gondoltam, hogy hát ez kockázatos, ez nem, de akkor azt éreztem, hogy hazudok. Elkezdek hazudni, és elkezdem úgy alakítani, mintha másnak, a kritikus vagy az olvasó szemével nézném, és azt mondtam, hogy ezt eddig nem csináltam, ha 500 oldalon át, akkor nem fogom most az utolsó hetekbe vagy hónapokba kihúzni. Und also ich spürte, dass darin ein Risiko liegt, diese Sachen dann so zu schreiben, auch mit diesem Mystischen. Aber ich
habe das trotzdem geschrieben, beziehungsweise hat das Buch selber das geschrieben, und ich spürte auch oder ich hörte diese Stimmen, dass die Leser oder die Kritiker das vielleicht bemängeln würden, aber mein Gefühl war, wenn ich das nicht schreibe, dann würde ich lügen, und wenn ich das 500 Seiten vorher nicht gemacht habe, dann darf ich das auch jetzt auf den quasi letzten Metern nicht. És az, hogyha nem tetszik valakinek, akkor szomorú dolog, de egy pillanatig se bántam meg, hogy ezeket benne hagytam. Und wenn das jetzt jemandem nicht gefällt, dann ist das traurig, aber ich bereue das nicht. Vielen Dank für diese Antworten. Und ich würde Marco Überschulze bitten, jetzt einen zweiten Ausschnitt zu lesen. Dass der Großvater meiner Frau in deutschen Sammellagern war, erfuhr ich erst später von einem Bekannten. Vom selben gemeinsamen Bekannten übrigens, der uns einander in einer sternenlosen Sommernacht vorgestellt hatte. Meine Frau war da schon von Palitzsch weggezogen. Ich hatte also keinen Grund, nach Palitzsch zu fahren. Dennoch fuhr ich noch eine Weile hin, und unterwegs hielt ich manchmal auch in Sobotka an. Denn ich konnte nicht zu Hause bleiben. Ich musste irgendwo hin. Und wohin hätte ich gehen können, außer nach Palitzsch oder Sobotka? Bei einer dieser Gelegenheiten, als ich zwischen Rathaus und Bahnhof hin und her ging, stolperte ich über den erwähnten Bekannten, der mich zu einem Tee zu sich einlud. Denn er wohnte in der Nähe, gegenüber dem Rathaus, in einem recht stillosen Neubau. Und während er den Tee kochte, fing er auf einmal an, von der Familie meiner Frau zu reden. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen waren. Vielleicht wollte er etwas Tröstliches sagen, weil er mir ansah, in was für einem Zustand ich war. Möglicherweise sah er es nicht nur, sondern ich sagte es ihm auch, dass ich mich elend fühle, dass ich nicht verstehe, was geschehen ist, dass ich nicht verstehe, was dieses Ganze war. Und es ist mir auch unbegreiflich, dass es ein für alle Mal zu Ende sein soll. Ja, solche Dinge muss ich zu ihm gesagt haben. Deswegen fing er an, über die Familie meiner Frau zu reden. Und so kamen wir auf die deutschen Sammellager. Der Großvater meiner Frau gehörte zu jenen, die zurückgekommen sind, sagte er. Es sind sehr wenige zurückgekommen von den Sabbatgern, aber der Großvater meiner Frau gehörte zu denen, die zurückkamen. Kann sein, dass er nur deswegen zurückkommen konnte, weil er, als sie ihn mitnahm, Medizinstudent war, und die Deutschen benutzten ihn wahrscheinlich als Hilfsarzt im Lager, sagte er. Was wieder nur eine Vermutung war, aber als dieser Bekannte anfing, über die Sammellager zu sprechen, fiel mir sofort die Logarithmustabelle ein, die ich im Palitzscher Haus gefunden hatte, denn es gab dort viele Bücher, es gab unendlich viele Bücher in jenem Haus, und solange meine Frau schlief, sah ich mir diese Bücher an. Meine Frau schlief sehr lange. Diese Frau konnte ungeheuer viel schlafen. Manchmal schlief sie bis 10, manchmal bis 11, und solange sie schlief, las ich in den alten Büchern. Und an einem Morgen fiel mir diese deutsche Logarithmustabelle aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in die Hand. Und da ich früher vor dem Krieg, damit meine ich unseren Krieg, Mathematik noch liebte, blätterte ich diese alte Logarithmustabelle auf. Und was das anbelangt, als Gymnasiast ging ich sogar zu Mathematikwettbewerben. Doch nun, als ich vor dem Bücherregal stand und in der mit altdeutscher Schrift geschriebenen Logarithmustabelle blätterte, erinnerte ich mich kaum noch an etwas. Ich hätte nicht einmal mehr sagen können, wie man diese Tabellen benutzte. Ich blätterte nur hin und her, mal nach vorne, mal nach hinten. Und dann auf der Seite ganz tief drin, in der Mitte, wo die beiden Blätter in einer grabenartigen Vertiefung aufeinandertreffen, bemerkte ich eine blasse Bleistiftnotiz, wenige Worte nur, auf Ungarisch und recht blass geschrieben, mit kleinen Druckbuchstaben. Aber man konnte jedes Wort lesen, und als ich weiter blätterte, fand ich 5 oder 6 Seiten später wieder einige Worte, auch diese in der Mitte des Buchs, wo sich die Blätter einander zuwölben, aber jetzt standen sie auf der anderen Seite, links, etwas weiter unten, neben der Ecke der Tabelle. Und bis dahin hatte ich mich an den Sessel angelehnt und schaute mir das Buch im Stehen an, aber nun setzte ich mich hin und blätterte diese mit altdeutschen Buchstaben geschriebene alte Logarithmustabelle von Anfang bis Ende durch, während meine Frau neben mir auf dem Rücken lag und schlief, und am Ende jedes Einatmens einen kurzen Schnarcher hören ließ. Kann sein, dass das doch nicht an einem Morgen war, sondern eher am Nachmittag nach dem Liebemachen, denn meine Frau schlief normalerweise nach dem Liebemachen ein und ich blieb eine Weile bei ihr. Manchmal döste ich auch ein, aber ich döste immer nur kurz. Dann stand ich auf, duschte und sah mir die Bücher an. Es gab unendlich viele Bücher in dem Haus, in hohen Regalen.
Und sie rochen seltsam. Sie rochen nicht nur alt, sie rochen nicht nur nach Staub, wie es alte Bücher tun. Sie hatten irgendeinen kratzigen Geruch. Ich nahm ihn auch an der Logarithmustabelle wahr. Deswegen hielt ich sie etwas weiter weg von mir, als ich blätterte und die Fortsetzung der Nachricht suchte. Denn es handelte sich um eine Nachricht. Es gelang mir schließlich, die in die Blattbiegung oder zwischen den Tabellen versteckten Wörter zusammenzufügen, und es kam eine Nachricht heraus. Jemand richtete jemandem aus, dass er am Leben und den Umständen entsprechend wohlauf sei. Und heute bereue ich es, dass ich die Nachricht nicht auf ein Stück Papier abschrieb und sie so nicht genau zitieren kann, denn mittlerweile erinnere ich mich eher nur an die Buchstaben selbst, an die blassen Buchstaben und die unsichere Linienführung der Schrift. Dabei wusste ich wusste es genau, als ich die an verschiedenen Stellen verborgenen Wörter aneinanderfügte, dass das nur eine aus einem Sammellager geschickte Nachricht sein konnte. Und es könnte sein, dass es nicht einmal bei dem ankam, dem sie geschickt worden war, weil er oder sie mittlerweile auch schon mitgenommen worden war, dachte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer auf diese Weise eine Nachricht gesandt hatte und an wen sie gerichtet war. Deswegen dachte ich daran, meine Frau zu fragen, wenn sie aufwacht. Aber dann erschien die Regel in meinem Kopf, dass ich, wenn ich nicht will, dass es Probleme gab, sie nichts fragen durfte. Also stellte ich die Logarithmustabelle zurück an ihren Platz und beschäftigte mich nie mehr mit ihr. Ich vergaß sie bald. Aber als unser gemeinsamer Bekannter anfing, von den Sammellagern zu erzählen, fiel mir sofort dieses in altdeutschen Buchstaben geschriebene Buch mit dem aschgrauen Deckel ein, während meine Frau schon weit weg war. Irgendwo in Frankreich, in der Nähe von Lille oder Lyon, wo ihre Eltern lebten. Auch das erfuhr ich von unserem gemeinsamen Bekannten, da zwischen mir und meiner Frau jeder Kontakt abbrach, als sie zu den Franzosen ging. Genauer gesagt, brach der Kontakt zwischen uns schon vorher ab, einige Tage nach der dritten Operation, als meine Frau sagte, ich solle nicht mehr zu ihr kommen, ich solle sie nicht mehr aufsuchen. Das heißt, sie sagte nicht, ich solle sie nicht mehr aufsuchen, sie sagte, ich solle sie nie mehr aufsuchen, ich solle ihr nie mehr schreiben, denn sie habe genug davon, dass sie das Schicksal immer mit solchen Idioten zusammenbringt, und setzte dann fort, dass für sie Schluss und aus sei. Sie würde weggehen, sie würde dieses Haus endgültig verlassen, denn ihre Mutter habe recht gehabt, in diesem Haus kann man nicht bleiben, hier stinkt es immer noch nach Leiche. Und auch ihr Vater habe recht gehabt, sagte sie, denn ihr Vater habe sie vorgewarnt, dass man in diesem Land nicht bleiben könne. Dieses Land stinke immer noch nach Leichen und sie bekomme Brechreiz davon, sagte sie. Sie bekomme krampfartigen Brechreiz von diesem Ganzen, denn sie sei noch jung, sie wolle noch leben und sie wolle auch noch ein Kind. Denn sie brauche ein Kind, sagte sie, aber in diesem Leichengeruch könne sie unmöglich ein Kind gebären. Und wenn sie ein Kind gebäre, dann wolle sie ein normales Leben für dieses Kind. Aber in diesem Land könnte es niemals ein normales Leben leben. In so einem Land fände sie nicht einmal einen normalen Ehemann, sagte sie. In Serbien ist jeder verrückt. Alle haben den Kopf mit Leichen voll. Und sie habe genug, sagte sie. Sie habe genug von dem Ganzen. Sie ginge weg von hier, endgültig weg, sagte sie. Und dann bat sie mich, sie nicht mehr zu besuchen, sie nicht anzurufen und ihr auch keine Nachrichten mehr zu schreiben. Das heißt, das war keine Bitte, sondern eine Anordnung, ein Befehl, mehr noch ein Erlass. Meine Frau erließ den Befehl, dass ich mich verpissen solle, mich verdünnisieren, zusehen, dass ich fortkomme aus ihrem Leben. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, denn das war schon im Winter, Mitte Januar, einige Tage nach der dritten Operation. Und diese dritte Operation war vermutlich deswegen notwendig geworden, weil der Professor einen Fehler gemacht hatte. Im Laufe der zweiten Operation hatte er einen Kunstfehler gemacht und als Folge davon entstand ein Loch in meinem Penis. Und wenn ich Wasser ließ, kam der Urin nicht nur aus der Harnröhrenöffnung, sondern auch durch ein weiteres Loch. Von da an pisste ich also durch zwei Löcher. Und da der zweite Strahl sich manchmal teilte, kam es sogar vor, dass ich durch zwei Löcher in drei verschiedene Richtungen pisste. Mein Schwanz war also mehr oder weniger wie eine Flöte und man musste ihn deswegen wieder operieren. Aber ich hielt mich ganz gut. Bis zur dritten Operation hielt ich mich ganz gut, weil ich in jenem Sommer die ganze Zeit mit den Rosen arbeitete. Und es war, als wäre ich zwischen den Rosen tatsächlich erstarkt. Ich wunderte mich sogar, wie gut ich das alles aushielt. Dabei hätte mich schon die zweite Operation mehr mitnehmen müssen. So eine Operation hätte einen normalen Menschen mitgenommen. Es könnte also sein, dass ich meiner Frau schließlich Recht geben muss, die der Meinung war, das Schicksal bringe sie immer mit solchen Idioten zusammen. Denn mich nahm es nicht mit. Mich nahm es wirklich nicht besonders mit, als sie Mitte November den Katheter entfernten und ich anschließend durch zwei Löcher in drei verschiedene Richtungen pisste. Erst Mitte Januar, nach der dritten Operation, kam der Zusammenbruch, wenn man es einen Zusammenbruch nennen kann.
wenn du am Ende von etwas angekommen bist und das Gefühl hast, es wird nichts mehr so sein, wie es natürlich auch davor niemals war, aber nun war auch die Möglichkeit verloren, dass alles einmal doch noch so werden könnte, wie du es dir immer gewünscht hast. Diese dritte Operation bestand nämlich daraus, dass der Professor die erwähnte Öffnung noch weiter öffnete, sie weitete, sie ausschabte, wie mein Vater mit dem Spaten einen Weg für das Wasser ausschabte, wenn es sich während der großen Regenfälle im Frühjahr auf dem Feld sammelte. Es kann da nicht von allein abfließen, man muss ihm mit dem Spaten einen Weg freischaben. Und danach kam der Urin, wenn ich pissen musste, nur noch durch diese neue Stelle, durch diese ausgeschabte, verbreiterte Öffnung. Bis dahin hatte sich nämlich die ursprüngliche Harnröhrenöffnung verschlossen. Sie ist zugewachsen, als hätte es sie nie gegeben. Und von da an musste ich mich zum Wasserlassen hinsetzen oder mich hinhocken, wie die Frauen, wenn ich mich nicht anpissen wollte. Da in jenen Tagen ordnete meine Frau an, dass ich mich verpissen solle, verschwinden, mich verdünnisieren aus ihrem Leben, denn langsam habe sie genug davon, dass sie das Schicksal immer mit solchen Idioten zusammenbringt. Und 2 Monate später machte sie sich aus dem Staub. Sie ging endgültig zurück zu den Franzosen, irgendwo in die Nähe von Lille oder Lyon. Aber es könnte auch eine andere Stadt mit L gewesen sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was unser gemeinsamer Bekannter sagte, als wir uns Ende April in Sobotka zufällig über den Weg liefen und er mich auf einen Tee zu sich einlud und ich die Einladung annahm. Zum einen, weil ich viel Tee trinken sollte, und zum anderen tat es mir damals noch gut, Leute zu treffen, die uns beide kannten. Ich hatte das Gefühl, solange ich mit einem gemeinsamen Bekannten redete, war sie auch bei uns, meine Frau, die natürlich nicht wirklich meine Frau war und es vermutlich auch nicht mehr sein würde. Aber ich nannte sie weiterhin so, meine Frau. Das heißt, nun musste ich sie meine Ex-Frau nennen. Sie sind nach dem Krieg raus, fing unser Bekannter an zu erzählen. Die Familie zog nach dem Krieg nach Frankreich, sagte er und trank einen Schluck Tee. Sie seien nach den Bombardements weggegangen. Bis dahin waren sie hier geblieben. Während des ganzen Kriegs waren sie geblieben, aber nach den Bombardements beschlossen sie, von hier wegzuziehen. Und im nächsten Jahr verkauften sie ihr Haus in Sobotka und gingen nach Frankreich. Der beste Freund vom Vater meiner Frau lebte nämlich in der Nähe von Lille oder Lyon. Und er sagte ihnen schon seit Jahren, sie sollten alles zurücklassen und nach Frankreich ziehen. Von der ersten Minute des Krieges an versuchte er, sie zu überzeugen, aber sie gingen nicht. Aus irgendeinem Grund konnten sie oder wollten sie nicht gehen, sie blieben während des ganzen Kriegs hier. Aber nach den Bombardements änderte sich die Situation und sie wollten gehen. Also verkauften sie ihr Haus, ihre Möbel, ihren Obstgarten und ihr Auto. Allein das Ferienhaus in Palitsch behielten sie, sagte er, obwohl er es nicht Ferienhaus nannte, sondern ein Weekendhaus. Genauer gesagt nannte er es Vikendica, denn dieser Bekannte war halb Serbe, halb Ungar. Wenn er Ungarisch sprach, benutzte er serbische Wörter, und wenn er Serbisch sprach, mischte er von Zeit zu Zeit ungarische Wörter dazwischen. Alles andere verkauften sie, sagte er, nur die Vikendica behielten sie, und dann zogen sie in die Nähe von Lille oder Lyon. Von da an stand das Haus in Palitsch jahrelang leer, sagte er. Obwohl sie ihm von Zeit zu Zeit Geld schickten, er möge den Rasen mähen lassen, er möge die Hecke schneiden lassen, er möge den Zaun in Ordnung bringen lassen, aber im Haus war niemand. Jahrelang machten sie nicht einmal die Tür auf. Die Türen zum Garten und die Fenster zum See, die von der Nachmittagssonne voll getroffen wurden, verzogen sich. Die breiten Fenstergläser verschmutzten, vergrauten, aber dann fing meiner Frau etwas zu fehlen an. Oder jedenfalls stellte sie sich vor, dass ihr bei den Franzosen etwas fehlte, denn einige Jahre später kam sie doch nach Hause zurück und rief Handwerker, damit sie das Haus in Ordnung brachten. Und diese Handwerker besserten die Türen und Fenster aus, reinigten die Möbel und die Teppiche, malerten die Wände innen und außen. Schön langsam machten sie das ganze Haus zurecht, erzählte dieser gemeinsame Bekannte, während wir in seiner Wohnung mit Blick zum Rathaus schwarzen Tee tranken. Und die Wahrheit ist, dass ich schwarzen Tee nicht so gerne mag, aber diesmal war es doch gut, schwarzen Tee mit diesem gemeinsamen Bekannten zu trinken, denn in jener Zeit tat es mir noch, wie erwähnt, gut, Leute zu treffen, die uns beide kannten. Aber später änderte sich auch das und ich ging den gemeinsamen Bekannten aus dem Weg. Aber in jenen Wochen, in jenem verregneten grauen Frühjahr, war die Lage noch anders. Und während unser Bekannter von der Vikendice erzählte, dachte ich daran, dass er uns einander offenbar in dem Sommer vorgestellt hatte, als meine Frau gerade zurückgekommen war, um das Weekend House in Palitsch instand setzen zu lassen. Und da fiel mir wieder ein,
dass wir einander im Grunde zweimal vorgestellt wurden. Meine Frau behauptete jedenfalls, dass man uns einander zweimal vorgestellt hätte, aber an das erste Mal erinnerte ich mich nicht. Vergebens erzählte meine Frau mehrmals, wann und wie das gewesen war. Unsere erste Begegnung blieb mir nicht in Erinnerung. Ich vergaß sie. Und wenn wir uns über irgendetwas stritten, warf mir meine Frau jedes Mal an den Kopf, sie vergaß es kein einziges Mal, mir an den Kopf zu werfen, was für ein Rindvieh ich sei, was für ein Tölpel. Ich hätte sogar vergessen, dass man uns einander schon einmal vorgestellt hatte. Und was sollte ich tun, wenn ich mich nicht wirklich daran erinnerte? Unsere erste Begegnung hatte keine Spuren in mir hinterlassen. Ich hatte mir nur die zweite gemerkt. So etwas kommt vor. Manchmal passiert es einem einfach, dass man etwas Wichtiges erst beim zweiten Mal merkt. Und an diese zweite Begegnung erinnere ich mich so, dass sie im Spätsommer stattfand. Aber es kann auch sein, dass es im Frühherbst war, in einer sternenlosen, dunklen Septembernacht. Und als ich sie kennenlernte, fand ich sie nicht schön. Dennoch zog sie mich an. Aus irgendeinem Grund fand ich sie sehr anziehend. Und diese Anziehung wuchs im Laufe unserer Beziehung oder unseres Verhältnisses immer nur weiter. Ihren Höhepunkt erreichte sie nach der ersten Operation. In den Wochen nach der ersten Operation, ganz genau in jener Woche, als die Regel lautete, dass ich mit niemandem reden durfte und während ich den englischen Schwarztee bei unserem gemeinsamen Bekannten trank, fiel mir die Woche wieder ein, als ich nicht reden durfte. Und dann dachte ich daran, dass das nur ein Jahr her war. Noch nicht einmal ein Jahr war das her und wie anders doch alles seitdem geworden war. Unser Bekannter redete mittlerweile darüber, dass meine Frau offenbar doch nicht fand, was sie suchte, wovon sie dachte, es würde ihr fehlen. Denn sie ging zurück zu den Franzosen. Und es sieht sehr danach aus, dass es diesmal endgültig ist, sagte er. Ich solle mir vorstellen, die Vicandizza stehe zum Verkauf. Das erfuhr ich also auch von ihm, dass das Haus in Palitsch zum Verkauf stand. Obwohl nach all dem, was mir meine Frau über dieses Haus erzählte, wunderte ich mich nicht besonders, dass sie es verkauften. Und es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich an etwas anderes gedacht hätte. Aber von da an konnte ich an nichts anderes mehr denken als an das Palitsche Haus meiner Frau und an jene Nacht, als ich mit steifem Schwanz vor dem Haus stand und darauf wartete, sie zu erblicken. Vielen Dank. Diese Passage bringt uns unter anderem zum Thema Krieg, von dem wir noch nicht gesprochen haben, das aber eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem Roman, wie auch schon im Vorgängerroman. Sie haben gehört, gleich im ersten Satz hieß es, der Großvater der Freundin des Ich-Erzählers sei in einem Sammellager gewesen. Auch in der Passage davor, die Sie nicht gehört haben, wird noch weiter über ihn, über diesen Großvater erzählt. Er war eben Medizinstudent, später war er erfolgreicher Gynäkologe und konnte sich eben auch dieses Weekendhaus im idyllischen Palitsch leisten. Palitsch ist ein sehr hübscher Ort, eigentlich heute noch, mit einem See und ja, so vielen Villen. Aber dieser Gynäkologe, erfolgreich, wer war, stirbt eines Tages, das heißt, man findet ihn nach Tagen tot auf, womöglich hat er sich umgebracht. Und die altmodische Villa, in der es monatelang nach Verwesung riecht, wird quasi zum Totenhaus. Und als die Enkelin, das heißt die Freundin des Ich-Erzählers, hier einzieht, spürt sie auch diese merkwürdige Aura, diese Atmosphäre, versprüht immer Parfum, um die Luft zu säubern, aber der Vergangenheit entkommt man nicht so leicht. Was den Ich-Erzähler angeht, so ist er ja selber nicht eingezogen worden, das heißt, er musste nicht aktiv in den Krieg, aber hat auf diesen Krieg mit Ängsten und mit Ticks reagiert. Wir haben ja gehört, seine Zählmanie, seine Schweigegebote, das sind alles merkwürdige Ticks, könnte man sagen. Vor allem aber sagt er gegen Ende des Romans etwas sehr Aufschlussreiches. Er sagt von sich, er sei ein Schlachtfeld und hätte sich unzählige Wunden zugefügt, vielleicht nur darum, Zitat, weil ich etwas überlebt habe, was ich nicht hätte überleben
sollen. Du ja wohl jetzt, Mike, eine Monatko sieht man schnell mal was Stück fall, oder der Tilak beim Tod, du ja. So weil also ihr der Kellner heute, Monjo Nerl war mit heute mehr saját maga, als elbeszélő maga egy csatatér, és hogy itt éztem, hogy saját magát megsebesítette, és hogy tulajdonképpen azért is, mert nem kellett volna, hogy túléljen valamit, amit igen, mert valamit túlélt, amit nem szabad volna, nem kellett volna túlélnie. Szóval talán ez egy nagyon furcsa dolog. Jó volna egy kicsit mondani valamit róla. Oh, igen, nem könnyű. Saját maga csatatér és stb. Igen, a csatatér az egy fontos motívum szintén nekem. Ugye az északi tengeren is, tulajdonképpen az északi tengeren is, ahol, szóval, hogy is kezdjem? Schwere Frage, nicht leicht. Wo soll ich eigentlich anfangen? Dieser Begriff des Schlachtfelds spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Vielleicht sage ich noch einen Satz, der sich jetzt eben auf eher das Ende des Romans bezieht, als der Ich-Erzähler in Brüssel ist und dann in Ostende. Auch in Brüssel, wenn er ins Museum geht, er schaut sich immer ziemlich schreckliche Bilder an, die von Zerstörung handeln, Hieronymus Bosch und ähnliche, der Sturz des Ikarus. Er denkt nach über den Kolonialismus, den belgischen Kolonialismus, über alles, was im Zusammenhang mit dem Kolonialismus steht, auch schreckliche Dinge. Und in Ostende hört er dann auch, dass auch dort natürlich während des Krieges sehr viel Zerstörung passiert ist, also das Motiv der Zerstörung, der Gewalt ist auch eines dieser Leitmotive. Übrigens tut man eben auch den Rosen immer wieder Gewalt an, indem man sie ständig quält und schneidet. Also diese Motive sind sehr miteinander verschränkt. Aber ich wollte eigentlich wieder in Bezug auf die Ich-Figur diese Frage stellen, warum diese Figur von sich sagt, sie sei selber ein Schlachtfeld, weil sie etwas überlebt hat, was sie nicht hätte überleben sollen. Steckt in dieser Bemerkung auch ein Stück weit Schuld? Es hat als ich war benne, hogy úgy érzi, hogy kellett volna tan háborúba menni és harcolni, és szóval, hogy itt saját maga is valamiben hibás, vagy igen. No, azt mondjuk említettem, hogy Brüsszelben is nézi ezeket a képeket, Ostendében is háború, 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 szóval ott is követi ezt a motívumot. Mert van egy olyan, korábban egy olyan rész a regényben, hogy hát, hogy őt katonaköteles volt, amikor ez a háború kitört. Igen, és az apja... És az apja segítségével, igen, ez a rózsák igen, segítségével igen, kapott igen. Felmentő papírokat. Ja, Entschuldigung, das sage ich noch schnell, weil das hat wirklich mit dem Buch zu tun. Also im realen Leben, Dani ist ja, wie gesagt, der Armee und dem Militärdienst entkommen, aber auch im Buch, nur hat es da ein bisschen eine andere Wendung genommen, ist es so, dass der Vater den Sohn mit einem Attest, also quasi freikauft und der Preis sind Rosen. Also für Rosen lässt er den Sohn freikaufen vom Dienst. Und das kann natürlich mit Schuldgefühlen einhergehen. Das wollte ich noch ergänzen. So wird es hier im Roman dargestellt. In Wirklichkeit war es ein bisschen anders, aber Tatsache ist, er hat also auch in Wirklichkeit nicht gekämpft, aber seine Bücher sind trotzdem voll von diesen Spuren des Krieges. Ja. Entschuldigung, Bocsánat, hogy annyit beszélek. Köszönöm szépen. Mondjuk annyit akkor még ki kell egy kicsit szélesítenem a témát annyira, hogy az első regényben a főhős, tehát az első regényben a főhős az... elmegy a háborúba, tehát ott elviszik a háborúba. Also in diesem Kadaverräumer ist der Protagonist im Krieg gewesen oder im Krieg. És hát ettől az élete az, hát nem marad nyomok nélkül ez a háborús rész. Dieser Krieg hinterlässt seine Spuren im Leben. Das szétesik az élete annak, aki a háborúba elmegy. Sein Leben fällt auseinander oder ist eigentlich zerstört.
És ebben a regényben a főhős pedig nem megy el, tehát ő megúszta, hogy úgy mondjam, a háborút, és az élete mégiscsak szétesik. Und in diesem Buch ist es so, dass der Protagonist nicht in den Krieg geht, aber auch sein Leben zerfällt. Tehát értelmezni nem szeretném, nem is fogom, amit írtam, de itt a párhuzamot azért mondtam, hogy hát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a háborúban mindenkinek szétesik az élete, tehát nem nagyon lehet megúszni. Und diese Parallele erwähne ich deshalb, dass weil man diesen, weil der Krieg quasi Auswirkungen auf jeden hat und jedes Leben auseinanderfällt und man kommt darum nicht herum. És hogyha erre a mondatra visszatérek, amit most kétszer is idézett már Ilma, ez a bizonyos, hogy nem kellett volna, túléltem valamit, amit nem kellett volna, hogy túléljek. Und jetzt um diesen Satz, den Ilma erwähnt hat, dass er etwas überlebt hat, was er nicht hätte überleben dürfen. Akkor az jut eszembe, hogy talán az a dolgunk, hogy felismerjük a sorsunkat, hogy mi a sorsunk, és azt ne kerüljük el. Tehát hogyha az a sorsom, hogy a háborúban meghalljak, akkor az volt a sorsom. Abba teljesedjek ki. Und die Aufgabe besteht vielleicht darin, unser Leben, unser Schicksal zu erkennen und es nicht zu vermeiden. Wenn unser Schicksal darin besteht, im Krieg zu sterben, dann müssen wir dies annehmen. És lehet, hogy ilyen valamire gondol ez a figura is, hogy nem kellett volna elkerülni azt, ami rá várt, mert az akkor lehet, hogy teljesebb lenne, lehet, hogy rövidebb az élete, de teljesebb. Und der Gedanke, der hinter diesem Satz steht, ist vielleicht, dass der Protagonist vielleicht dieses Schicksal, was ihm eigentlich bestimmt war durch den Krieg, nicht hätte vermeiden sollen. Dann wäre sein Leben vielleicht kürzer gewesen, aber vollständiger. Also total unassemble. Ja, ein sehr ernster Gedanke. Wir kommen uns alle möglichen anderen Situationen jetzt in der Ukraine in den Sinn. Aber bleiben wir bei Ihrem Buch natürlich noch vielleicht eine Vor- und dann noch eine letzte Frage. Wie geht es eigentlich der ungarischen Minderheit in der Vojvodina in Serbien? Das mimo na magyar kisebbsége, a vojvodaságban. Vesztésre van ítélve. Sie ist zum Untergang verdammt. És amikor írtam ezt a regényt, ez a regény, ez azért, vagy azt még tegyük hozzá, hogy az a regény, mert ez csokoládi. Tehát a bizonyos regény, ez a vajdasági földben és a vajdasági nyelvben gyökerezik. Also dieser Roman, also nicht diese Schokolade, der Roman da drüben, der wurzelt in der Sprache der Vojvodina und in der Erde oder dem Land der Vojvodina. Annyit hazudnak körülöttünk, és annyi hazugsággal vagyunk körülvéve, hogy úgy éreztem, és az első regénynél is, meg ennél is, hogy én nem hazudhatok, ha írok. Und wir sind dort von so viel Lüge umgeben, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht lügen darf. És ezért próbáltam a vajdasági magyar nyelvet használni, mert az én nyelvem, de nem egy irodalmi nyelvet használni, hanem egy vajdasági magyar nyelvet, minél inkább, tehát minél közelebb maradni annál, akkor nem hazudok. Und deshalb habe ich versucht, das Ungarisch der Vojvodina zu verwenden, also nicht eine literarische Sprache zu verwenden, sondern diese Sprache, die ich kenne und schreibe, und dass ich dadurch nicht lüge. És abban a földben is gyökerezik, mert egyszer megéreztem, hogy micsoda ereje van ennek a, tehát magának a földnek. A tengerről, meg a hegyekről, azokról már sokszor elmondták, hogy az milyen fantasztikus, és milyen erős, és milyen energia van benne, de ugyanezt a lüktető energiát érzem a síkföldbe is. Und es geht aber auch um diese Kraft der Erde oder des Bodens, weil man schreibt oft über das Meer und die Berge und deren Faszination oder Kraft, aber ich wollte schreiben über diesen pulsierende Kraft der Erde. És ami pedig a vajdasági magyarokat és vajdaságot illeti, úgy érzem, hogy vesztésre van, és vesztésre van ítélve, pusztulásra, Also a táj is. Also diese ganze Region und Landschaft und die serbischen Ungarn, die sind einfach im Untergang oder begriffen. És az írás, az egy kicsit
megőrzés is akart lenni. Und das Schreiben oder der Text ist auch eine Bewahrung. Mert az írás az meg tud őrizni valamit, meg tartósítani tud valamit, illetve nem tartós, nem úgy, mint a só. Nem úgy tartósítani. Also es kann etwas, also das Schreiben kann etwas konservieren, aber vielleicht nicht konservieren, so wie Salz etwas konserviert. Hanem megőriz valamit abból, akit szerettünk, úgy, mint a sír. Aber, sondern es bewahrt etwas, wie das Grab, a sír. Ja, genau. Ja. Úgyhogy egy kicsit ez a könyv egy sír is. Also das Buch ist auch ein Grab, könnte man so sagen. Das Buch ist auch ein Grab, ja. Aber ein großartiges Buch. Noch eine Frage, wie geht es der Rosenzucht in Senta? Ist die auch gefährdet und zum Untergang verurteilt? Hát igen, minden, minden pusztulás? Minden évben ott van, hogy a következő évben nem biztos, hogy lesznek rózsák. Also es sieht jedes Jahr so aus, als würde es dann im nächsten Jahr keine Rosen mehr dort geben. Oh, das ist so traurig, wenn wir diese wunderschönen Rosen sehen. Sie müssen nachher riechen, die duften so wunderbar. Und Sie haben sie aus Senta hierher transportiert? Ja. Mit der nötigen, ja, mit der Feuchtigkeit im Wasser. Ja, wir könnten noch viel weiter diskutieren, aber die Zeit ist fortgeschritten. Ich hätte an sich gerne noch die Übersetzerin gefragt, wie schwer es war, dieses Buch zu übersetzen. Also schwer, ganz sicher. War es so, Theresia, oder das erlaube ich mir doch, weil die Übersetzerin hier sitzt in der ersten Reihe und eine unglaubliche Arbeit geleistet hat. Also schon zum zweiten Mal mit Dani. Es ist so, dass es nicht schwer ist, etwas zu übersetzen, wenn der Autor seinen Job gemacht hat. Also, es ist so, tatsächlich sieht man das, wenn ein Satz zu Ende geschrieben ist. Ja, und wenn sich der Autor, ja genau, also sind Sätze, die, wie man gehört hat, sehr lang sind und sie sich wiederholen, aber man kann kein einzelnes Stück daraus herausnehmen aus einem Satz und sagen, es ist immer noch derselbe Satz. Sondern es gibt kein einziges überflüssiges Element. Und dann ist es natürlich leicht zu übersetzen. Eben als Soltan über die Sprache der Vojvodina geredet hat, habe ich gebetet, dass mich niemand fragt, wie man das ins Deutsche bringt. Ich kann mich nicht mehr genau nämlich daran erinnern. Also ich bin es mir bewusst, wenn ich es übersetze, auch bei anderen ungarischen Autoren, die aus anderen Gegenden kommen, merkst du, da ist dieses Idiom des Umfelds und du hast nicht immer eine Chance, das ins Deutsche zu bringen. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die Lektorin und ich, Katharina Rabe und ich, noch in Osten Fahnen habe ich dann Angst bekommen und habe es rausgenommen. Ich drehe mich mal ein bisschen um. Der Begriff war Freseresni. Im Ungarischen. Und zwar geht das zurück auf die Gartenfräse. Aber es ist eigentlich Fräsern. Hätte man es besser übersetzen können. Es ist auf Ungarisch sehr lang und sehr kompliziert. Und ich hatte eine ganze Weile das Fräsern drin, wohl wissend, dass es eigentlich das Fräsen ist. Und kurz vor der Angst, kurz vor Schluss bekam ich Angst, habe ich gesagt, das wird man mir um die Ohren hauen. Ich habe nicht die seelische Kraft dafür, mir erzählen zu lassen, dass das alles falsch ist. Ich möchte mich nicht jedem erklären, dass ich weiß, dass es falsch ist. Also steht es jetzt korrekt drin und dass ich dann gehofft habe oder die Lektorin auch erklärt habe, die etwas mutiger gewesen wäre. Ich habe erklärt, wir versuchen das durch diese ewige Wiederholung, diesen Effekt des Fräsern, 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 Fräsern herzukriegen. Und ich hoffe, dass es gelungen ist. Also das war das Einzige, wo ich gedacht habe, ich kann nicht gewinnen in Übersetzung. Aber ansonsten, wieder zurück zum Anfang der Aussage, wenn der Text zu Ende geschrieben ist, dann kannst du nicht verlieren als Übersetzerin. So viel. Also Chapeau jedenfalls.
Ja, und ganz herzlichen Dank an den Autor dieses großartigen Buches, Zoltán Dányi, an Heike Flemming, an Dolmetsch und an Arthur Ebert. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen weiteren Abend. Das heißt, es gibt Bücher zum Signieren und es gibt einen Kaffee unten. Und ja, Dankeschön, Küsse und Seepen. Dankeschön. Ja.